Hey Leute, was geht? Onkel Mo wieder hier am Start. Ich hoffe, alles cool bei euch, läuft bei euch. Ich bin noch ein bisschen müde. Leute, ihr werdet es nicht glauben. Ich war gestern bis 2 Uhr nachts oder halb drei war ich auf Twitch live. Ja. Wir haben noch einem Zuschauer auf Rang 30 geholfen, Ghost Max. Wir haben seine Bonnie gefinisht auf Rang 30. War echt eine harte Nummer, muss ich sagen. Wirklich, war echt eine harte Nummer. Aber wir haben es geschafft, ja. Am Anfang hatten wir Probleme. Viel gemeckert. Ich habe viel mit ihm geschimpft, gemeckert. Er war dann Call. Und danach habe ich ihm alles erklärt. Er hat das echt Bombe gemacht. Am Ende, ich glaube, ich hätte sogar mit ihm Rang 35 pushen können. So gut hat er am Ende gespielt. Wirklich alles gut umgesetzt. Wenn du das Video siehst, Ghost Max, wirklich am Ende klasse gespielt, ja. Ja, und während ich im Livestream war auf Twitch, haben mich viele gefragt, ey Mo, du hast letztens Video gemacht, die 5 besten Brawler im Spiel, war echt cool, ja, hat mir gefallen. Kannst du auch mal bitte die 5 schlechtesten Brawler in Brawl Stars uns zeigen? Feier ich, gefällt mir. By the way, auf dem Video, die 5 besten Brawler im Spiel, sind viele Likes gekommen. Leute, ich bedanke mich wirklich, krasser Support, was da passiert. Es kommen immer so viele Likes. Das Video hat wirklich für die Aufrufe, wie viele Aufrufe das hat, so viele Likes, ist unglaublich. Ja, ich bedanke mich bei euch ganz herzlich. Alle, die ein Like da lassen, Kuss geht raus. Da habe ich gesagt, okay, feiere ich die 5 schlechtesten Brawler, können wir gerne eingehen, gefällt mir. Ihr wisst es, ich bin ein Typ, der gerne diskutiert über Brawler, wieso, weshalb, warum. Warum ist er gut, warum ist er schlecht, warum das Geld, warum die Star Power. Ich feiere das, Leute. Ich bin ein Fan davon. Ich könnte mich mit euch hinsetzen, Kaffee trinken. Ich könnte mit euch 10 Stunden über Brawl Stars reden, ja? Also, wieso Stu, wieso Rust, wieso sollte man hier, also, wieso hätte ich in dem Moment das machen sollen, wieso hätte ich in dem Moment den Brawler picken sollen, bla bla bla, ihr kennt es. Ich bin ein Fan davon, ich feiere das. So, ich möchte aber nicht so viel rum erzählen jetzt hier. Kommen wir mal zu den 5 schlechtesten Brawlern in Brawl Stars, ja? So, wir fangen an. So, ganz wichtig, Platz 1 ist der schlechteste, Platz 5 ist der 5 schlechteste Brawler, ja? Okay, so, Platz 5, Leute, ganz wichtig, Der Nita, Leute, ihr wisst es, wenn Lukas das schaut, wir wollen keine Probleme haben mit Lukas. Der Nita, ich habe Nita auf Rang 35. Ich bin auch echt happy, dass ich es habe. Ich habe insgesamt 30 Brawler auf Rang 35. Und ich muss das sagen, Nita war der Brawler, der für mich persönlich der schwierigste war. Wieso? Erstens, Nita hat wenig Range. Die Range von Nita ist wirklich gar nichts. Wir gucken uns das mal an. Das Gute ist, Nita hat Flächenschaden, ja. Wir gucken uns das an. Also ihr seht es, die Range... Ja, also wirklich sehr wenig Range. Sehr, sehr wenig Range. So, Nita ist ein Brawler, der nicht in der Mitte spielen kann. Ganz wichtig, bei Brawl Stars, ja, wenn ihr im 3 vs. 3 Team spielt, es gibt einmal die Mid-Lane, die rechte Lane und die linke Lane. Ich hoffe, mein Kanter kann das mal in Farben so zeigen, ja, dass es 3 Lanes gibt. Nita ist immer ein Brawler, der auf rechts spielt oder auf links spielt. Aber das Problem ist bei diesem Brawler, wenn ihr ein Matchup habt, ja, ein Matchup gegen Ruffs, gegen Stu, gegen Rico, gegen Tara. Ihr habt keine Chance. Ihr habt keine Chance. Gegen Tara seid ihr noch gar nicht mal so schlecht. Aber Stu hittet euch einmal. Ihr werdet den Stu hitten. Ihr werdet den Stu hitten einmal. Aber er wird euch auch hitten. Dann wird er auf seiner Lane die Map aufmachen. Dann ist vorbei. Wie willst du mit einer Nita gegen Stu gewinnen? Kannst du gar nicht. Oder Griff auf Lane. Griff macht die Map auf. Keine Chance. Ja, keine Chance. Ist zu crazy, ja. Nita wirklich aktuell leider sehr schlecht. Der Bär hat für mich zu wenig Leben. Der Bär hat, glaube ich, 5000... Also Bruce, ich müssen wir mal gucken. Ich meine, Bruce hat 5500 Leben. Ja, wir gucken uns das mal an. Genau. Ne, 6000 Leben. Bruce hat 6000 Leben. Aber die Brawler, die auf Power 11 sind, ja, die brauchen nicht lange, um den platt zu machen. Und wenn der Bär kommt, man sieht es. Also Nita muss... verbessert werden. Ich weiß nicht, was man bei Nita verbessern kann. Wenn man Nita zu ein bisschen mehr Range geben würde, glaube ich, wäre Nita OP. Ich weiß es nicht, aber aktuell in der Meta, vor allem Karl ist aktuell broken. Karl geht mit dem Gadget in Nita rein. Karl hat über 600 Leben. Nita braucht 5 Hits. In der Zeit hat Karl euch schon tot. So ist das aktuell mit Nita. Nita leider aktuell sehr, sehr schlecht. Ganz wichtig, würde ich feiern. Bitte schreibt doch in den Kommentaren auch eure 5 schlechtesten Brawler im Spiel. Also Nita auf Platz 5, der schlechtesten Brawler. Es geht weiter. Kommen wir Platz 4. Die Sache ist so, Leute, ich bin ehrlich, ja. Platz 4 kann Platz 3 sein. Platz 3 kann Platz 2 sein. Platz 2 kann Platz 4 sein. Platz 3 kann auch Platz 2 sein. Ist irgendwo alles gleich, meiner Meinung nach. Ist Matchup-abhängig. Aber meiner Meinung nach ist Primo aktuell... der viertschlechteste Brawler im Spiel, ja. Primo ist ein cooler Brawler. Ich mag Primo. Ich mag Primo. Er hat auch coole Pins, Emojis, ja. Hat er. Also ich mag die, die Pins von Primo. Aber es bringt nicht weiter. In Solo ist er gut. Ich weiß das. In Solo.
ihr holt euch eure Ultis ab, dann habt ihr eure Ulti, ihr seid da gut, das weiß ich, ja. Aber in 3 vs. 3, und ich bin ein Fan von 3 vs. 3, da ist der Brawler nicht gut. Da ist der Brawler nicht gut. Du läufst da rum wie Falschgeld, ja. Links, du kannst ja nicht mit Primo in der Mitte spielen, ja. Also wie willst du hier mit Primo in der Mitte spielen? Ihr werdet ja gekillt in der Mitte. Eine Bee tötet euch. Eine Belle, ihr kommt da gar nicht dran, ja, weil ihr komplett outrange werdet. Ihr könnt auf Lane spielen, ihr könnt auf Lane spielen, ist okay. Aber auf Lane habt ihr Griff, ihr habt Stu, ihr habt, weiß nicht, Tara, Rico, ihr habt Janet. Ihr könnt da gar nichts machen. Der Brawler hat einfach zu wenig Range. Er hat zu wenig Range. Das Gute ist, er ladet sich sein Ulti auf, aber bis er seine Ulti sich aufladet, hat sich das Spiel meistens entschieden. Warum? In der Zeit, wo ihr Ulti bekommt, hat vielleicht Griff die Map aufgemacht. Stu hat die Map aufgemacht. Brock hat die Map aufgemacht, ja. Es gibt zu viele Brawler mittlerweile mit Gadgets, die Maps aufmachen können. Und das ist so ein Problem. Es gibt nur eine Map, wo Primo, finde ich persönlich, bei 3 vs. 3 gut ist. Die zeige ich euch, ja. Das ist gewiefte Wiesen. Hier ist Primo gut. Wichtig ist hier, Speed Gear zu benutzen. Speed Gear und Damage Gear. Bei Tanks braucht ihr kein Shield Gear, ja. Tanks haben so zu viel Leben. Damage und Speed Gear nehmen. Hier ist es wichtig, versuchen zeitnah oder schnell die Tore zu machen, ja, weil auf diesen Maps werdet ihr Brawler spielen, werden die Gegner oft Brawler spielen mit Wallbreakern. Wallbreaker, die Gadgets haben, wie zum Beispiel Griff, ein Stu, die werden die Map aufmachen. Brock kann die Map aufmachen. Dann spielen die, hier wird dann oft gespielt Brock, Crow, Pam, ekelhaft, ja. Brock macht 2 Hits, hat komplett fast schon die Map auf und dann mit seinem Ulti ist die Map auf. Und Crow auf Range. Crow ist einer der stärksten Brawler, wenn die Map auf ist. Hier müsst ihr versuchen, schnell zuzusehen, dass ihr mit Primo Tore macht. Ansonsten kann ich euch Primo nicht empfehlen. Er ist schlecht. Der Grund ist einfach, es sind die Maps. Guckt euch die Maps an. Die aktuellen Maps. Leute, wollt ihr hier in Primo spielen? Wollt ihr hier Primo spielen? Hier ist er noch gut. Hier ist er noch gut. By the way, das ist einer der kleinsten Maps in Brawl Stars, ja. Die Map ist doch ganz gut für Primo, weil die close ist, weil ihr sehr nah seid. Aber ansonsten, guckt euch die Maps an. Was wollt ihr hier machen? Alles Open Maps? Kannst du nicht hier mit Primo rumlaufen? Links und rechts. Primo ist ein Lane-Brawler. Links du, rechts Griff. Die haben die Map aufgemacht. Ende aus Mickey Mouse. Da geht nichts mehr. Ja? Primo auf Rang 4. Wer ist der drittschlechteste Brawler? So, der drittschlechteste Brawler ist auch ein Tank. Ist Jackie. Leute, Jackie, ich weiß es nicht. Das zweite Gadget ist das schlechteste Gadget im Spiel, ganz klar. By the way, wenn ihr Bock habt, dass ich euch die schlechtesten Gadgets ein Video mache über die schlechtesten Gadgets, schreibt rein, Mo macht ein Video über die schlechtesten Gadgets. Jackie hat, das erste Gadget ist okay. Aber Leute, auch dieser Brawler, also ihr seht es, viel zu wenig Range, ja. Ihr seid gut gegen Mortis. Jackie ist ein krasser Mortis-Counter, Aber Leute, das war's schon. Der Brawler kann auch nichts machen. Also Jackie kann nichts machen. Einer der schlechtesten Brawler im Spiel. Jackie hat eine gute Ulti. Ich habe auch ein Problem damit. Ich kann die Ulti manchmal gar nicht einschätzen, ja. Ihr seid dann irgendwie hier, ja. Ihr seht es und dann könnt ihr halt Attacks machen. Die Ulti ist echt gut. Das Gadget ist nicht schlecht. Habt ihr ein bisschen Speed. Aber das war's auch. Jackie kannst du wirklich nur Poco Double Tank spielen. Sonst kannst du den Brawler vergessen. Jackie auch bitte spielen bei Maps, die wirklich zu sind. Also quasi geschlossen. Gewiefte Wiesen könnt ihr spielen. Bei Gewiefte Wiesen ist aber auch das Problem, da wird viel Ems gespielt. Ems zerstört Jackie. Ja, Ems zerstört Jackie. Ems ist einer der größten Counter von Jackie. Und das ist das Problem. Tanks aktuell in der Meta nicht gut. Wirklich nicht gut, ja. Jackie, der drittschlechteste Brawler im Spiel. Kommen wir zu dem zweitschlechtesten Brawler im Spiel. Ja, zweitschlechtesten Brawler im Spiel. Ich weiß, dass Shelly in Solo-Showdown gut ist. Keine Frage. Ihr farmt euch eure Supers mit den Shellys. Shelly ist dann echt gut, wenn sie ihre Super hat. Ich weiß es. Kein Problem. Das weiß ich. Aber in 3 vs. 3, bitte glaubt es mir, dieser Brawler ist nicht gut. Auf Max Range macht der, glaube ich, 450 Damage. Auf Max Range 450 Damage. Wen willst du damit wehtun? Hier macht er vielleicht 900, nee, auch noch 450. Ich glaube, jetzt macht er 900. Okay, immer noch 450. Okay, jetzt 900. Wen willst du wehtun? Du kommst gar nicht dran. So, Shelly ist auch langsam. Du willst hier so schießen? Geht nicht. Funktioniert nicht. Shelly leider sehr, sehr schlecht. Viele Brawler countern Shelly. Das ist das Problem. Ruffs, Stu, Tara. Tara countert Shelly. So krass, ja. Wirklich. Crow of Lane, Sandy. Es sind so viele Brawler, die Shelly countern. Shelly ist gut gegen Tanks. Ja, Shelly ist OP gegen Tanks. Aber das Problem ist, Tanks werden aktuell auch nicht viel gespielt. Es wird aktuell viel Karl gespielt. Viel Janett gespielt. Viel Penny gespielt, ja.
Der Brawler bringt es nicht. Der Brawler bringt es nicht. Leider, wirklich leider, Shelly in Solo-Showdown stark, in 3 vs. 3, leider einer der schlechtesten Brawler im Spiel. Wenn ihr Shelly spielt, wirklich versuchen, das Game zeitnah zu entscheiden. Sofort Gadget aktivieren, ja. Wenn ihr Shelly spielt, spielt das Slow Gadget, die Slow Star Power und das Gadget, wo ihr mehr Range habt, ja. Also quasi das Gadget hier spielen, ja. Ansonsten der Brawler leider nicht gut. Wirklich nicht gut, Shelly. Sehr schlecht, ja. So, dann kommen wir zum schlechtesten Brawler. Dieser Brawler hat es geschafft, auf der Platz 1 zu sein. Er ist aktuell der schlechteste Brawler im Spiel. Sein Name ist Edgar. Edgar, Leute. Edgar hat echt coole Skins. Ich mag Edgar. Wirklich, ich feiere Edgar. Ich finde Edgar voll cool. Ich finde den Brawler echt cool. Aber Leute, der Brawler ist der schlechteste Brawler im Spiel. Er hat sehr wenig Leben. 4200 Leben. Das ist sehr wenig, ja. Na klar, wenn ihr auf jemanden springt, haltet ihr euch dabei. Aber Leute, du kannst nicht auf den Stu springen. Du springst auf den Stu. Stu ist ein Brawler, der wird viel gespielt. Du musst jetzt überlegen, was ist Edgar für ein Brawler? Edgar ist ein Lane-Brawler. Du kannst ja nicht mit Edgar in der Mitte spielen, ja. Edgar kannst du nicht in der Mitte spielen, funktioniert nicht. Edgar ist ein Brawler, der auf Lane spielt, entweder rechte Lane oder linke Lane. So, ihr wartet halt, dass ihr eure Super habt, ja, und dann versucht ihr jemanden zu killen. Okay, alles gut. Bin ich dabei. So. Aber welche Brawler werden aktuell viel auf Lane gespielt? Beispiel. Ihr springt auf eine Sandy. Du springst auf eine Sandy. In dem Moment macht Sandy ihr Gadget. Du schläfst ein. Eine Sekunde. Ja. Sie kann weggehen und dich dabei quasi killen. Sandy schon mal vorbei. Du willst gegen auf Stu springen. Kannst du nicht. Stu hittet dich einmal. Du willst ihn berühren. Er hittet dich und dann dasht er weg. Funktioniert auch nicht. Ja. Karl. Du willst auf Karl springen. Du springst auf Karl. Er macht Gadget, geht auch weg. Janet, du willst auf Janet springen, vielleicht hat sie Ulti oder vielleicht hat sie das Gadget, weiß ich nicht, funktioniert auch nicht. Brock hat Gadget. Jean hat Gadget, ja. Ems hat Gadget. Barley, selbst wenn du auf Barley springst, ja, wenn Barley dieses Slow Gadget hat, du kriegst sie nicht. Das ist der Wahnsinn. Also auch sogar, wenn du auf Frank springst, Frank, er macht sein Gadget, du bist RIP. Also wirklich, Edgar, zu viele Counter im Spiel. Also ich glaube, ich weiß nicht, was könnte man bei Edgar verbessern? Man könnte ihm ein bisschen mehr Leben geben. Statt 4200 vielleicht 5600 könnte man vielleicht machen. Wäre vielleicht okay, ja, weil er ein bisschen mehr tanky ist. Aber ob ihn das gut machen würde, weiß ich nicht. Er ist wirklich zu schwach aktuell, zu viele Counter. Du willst auf Bibi springen? Kannst du nicht. Bibi hat Knockback. Bibi klatscht dich gegen die Wand, ja, als Beispiel. Also Leute, Edgar in 3 vs. 3, du kannst mit dem Brawler nichts machen. Er ist sehr schwer zu pushen, ja. Viele haben Probleme, diesen Brawler zu pushen. Er ist nicht gut, wirklich, er ist nicht gut. Edgar ist ein cooler Brawler, ich mag Edgar, aber Edgar muss definitiv besser werden. So, das waren für mich die 5 schlechtesten Brawler im Spiel, ja. Mich würde eure Meinung interessieren, lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da, wenn euch das Video gefallen hat. Wenn euch das Video nicht gefallen hat, Leute, lasst kein Like da, abonniert auch nicht den Kanal, mache ich auch nicht, ja. Wenn das Video okay war, könnt ihr gerne machen, würde ich mich freuen. Ich sag danke, dass ihr am Start wart. Lasst euch gut gehen. Schönen Tag in die Woche. Peace, Onkel Mo. Ciao, ciao.